Wir organisieren quasi diesen Abend zusammen mit dem Verein Mosaik, dem auch einen herzlichen Dank für die Anregung und die Unterstützung. Ja, es steht ein Referendum an in der Türkei. Das scheint mir als Nichtschweizer nicht vergleichbar zu sein mit dem, was ich hier erlebt habe, wo ständig das Volk befragt wird zu mehr oder weniger wichtigen überregionalen, regionalen, sonstigen Themen. Da scheint was Entscheidendes zu passieren und darüber wollen wir heute Abend sprechen. Eingeladen haben wir dazu die Professorin Bilgin Ayata. Einen kleinen Applaus bitte. Sie ist in Deutschland, in Ulm geboren, wenn ich das richtig sehe. Hast du beide Pässe? Noch, oder? Nur den deutschen? Aber schon im Schweizer Ausdruck zu sagen, Sekonda. Ist in Basel im Moment, Assistenzprofessorin für politische Soziologie dort an der Uni Basel, zuvor an der Freien Universität Berlin als wissenschaftliche Mitarbeiterin der Arbeitsstelle für transnationale Beziehungen, Außen- und Sicherheitspolitik und hat auch in den Staaten studiert, dort Master in der York-Universität in Kanada abgeschlossen und promoviert an der Johns Hopkins-Universität. Ihre Forschung gilt insbesondere den Transformationsprozessen, die durch Migration, Konflikte, soziale Bewegungen und Erinnerungspolitik beeinflusst werden. Und ihr regionaler Schwerpunkt, drum berechtigt heute Abend hier, umfasst den Nahen Osten und Europa, insbesondere die Türkei und die kurdischen Gebiete. Sie wird uns einiges aus ihrer Forschung, nehme ich mal an, berichten, auch zu dem ganzen Thema, auch Details zum Verfassungsreferendum erzählen. Also wir haben in den letzten Wochen sehr viel über Für und Wider gehört, über Angriffe, über Polemik, aber man weiß oft sehr wenig über das, was im Gesetzestext eigentlich konkret drinstehen soll. Und jetzt würde ich Bilgin bitten, mit ihrem Vortrag zu beginnen. Oh, ich bin ein bisschen zu klein für diesen sehr hohen Pult, aber das geht schon irgendwie, oder? Ja, so. Wunderbar. Das ist jetzt, ja, sehr schön, danke. Vielen Dank, lieber Kyros, für die sehr freundliche Einführung. Vielen Dank auch dem Verein Mosaik für die Einladung zu diesem Thema. Ich werde jetzt wirklich nicht sehr viel über meine Forschung heute sprechen, sondern tatsächlich versuchen, nur kurz einige Punkte als Grundlage für eine Diskussion zu liefern, die wir dann später alle gemeinsam natürlich dann nochmal viel ja, vertiefen können. Da es sehr unterschiedliche Hintergrundwissen es zu diesem Punkt gibt. Ich glaube, in dem Publikum gibt es sicher auch sehr viel Wissen dazu, aber ich möchte einfach mal irgendwo anfangen und dann können wir dann in der Diskussion spezifisch auch noch mal darauf eingehen. Eine Sekunde. Ups, jetzt haben Sie schon meine ganze Ding gesehen. Oh, sorry. Es geht gleich los. So. Wohin geht die Türkei? Diese Frage beschäftigt ja jetzt seit einiger Zeit die europäischen Medien, die Schweizer Medien sehr stark. Vielleicht habe ich ein bisschen eine selektive Wahrnehmung, aber in den letzten 3 Wochen haben so im Schnitt sicherlich 2 bis 3 Journalisten am Tag angerufen, um 2 Dinge zu fragen. Zum einen, was passiert jetzt in der Schweiz mit den ganzen Türken? Ja, das war diese große Frage im Raum. Nachdem ja, wie Sie ja sicher alle mitbekommen haben, einige türkische Minister versucht haben, in Deutschland und in den Niederlanden Wahlkampagnen zu machen und auch in der Schweiz eigentlich es angekündigt haben, war dann hier sehr schnell, schwappte die Diskussion, die in Deutschland und in den Niederlanden schon sehr stark geführt wurde, auch natürlich hierher. Sie kennen sicher alle
dieses Bild. Ich möchte daher, also bevor es um die Türkei geht, erstmal mit der Schweiz beginnen, um einfach auch so ein bisschen Entspannung einzuführen. Denn mein Empfinden ist, dass etwas, ja, vielleicht auch ein bisschen sehr stark ja, über ein Problem diskutiert wird, das in der Schweiz vielleicht viel ein geringeres eigentlich ist, ja, sage ich mal jetzt so direkt. Sie erinnern sich, am 12. März hatte der Blick zum ersten Mal eine türkische Ausgabe herausgebracht mit dem Aufruf, dass sie hier lebenden Schweizer sich doch für ein Nein positionieren sollten, sonst seien sie nicht erwünscht. Und das habe ich ein bisschen zum Anlass genommen, weil aufgrund dieser Kampagne dann auch wirklich sehr viel mediales Interesse war an den Schweizer Türken. Kyros hat das ja schon erwähnt, ich war zuvor in Berlin, bin seit anderthalb Jahren hier und mein Eindruck war, dass eigentlich die Schweiz ihre hier lebenden Migranten vielleicht doch nicht so gut kennt. Ja, denn diese Zahlen, die ich gleich zeigen werde, zeigen eigentlich, dass diese Aufregung, die es jetzt in der Schweiz gab, vielleicht bisschen sehr inflationiert war. Erstmal zu diesem Auslandswahlrecht. Ja. Weshalb diskutieren wir überhaupt so verstärkt derzeit in Europa dieses Referendum? Nicht nur deswegen natürlich, weil es ein ganz wichtiges ist, sondern auch in den zwei letzten Abstimmungen, nationalen Abstimmungen, wurde auch immer wieder thematisiert, der Umstand, dass eben Politiker aus der Türkei hier Wahlkampf gemacht haben und die Frage, ja, wie sich das Verhältnis zwischen den Migranten hier sich aufgrund dessen entwickelt, wurde doch sehr stark thematisiert. Das Auslandswahlrecht, ja, wurde in der Türkei erst 2013 eingeführt. Das ist ein Phänomen, das es eigentlich sehr verbreitet ist. Es gibt weltweit 115 Staaten, die ihren Staatsbürgern, die im Ausland leben, die Möglichkeit anerkennen, sich an den Abstimmungen zu beteiligen. Das ist ja ein Thema vielleicht, das auch sehr spannend ist. Warum sollen eigentlich diejenigen, die gar nicht im Land leben und von diesen Entscheidungen vielleicht sehr direkt betroffen werden, überhaupt mit abstimmen können? Das ist eine allgemeine Debatte, ja, die geführt wird. Sehr viel hat das natürlich auch mit dem Umstand der Migration zu tun, der globalen Migration, dass tatsächlich eben aufgrund dieses transnationalen Kontextes, den es jetzt gibt, ja, auch die Erweiterung von politischen Rechten über die Grenzen hinaus eingeführt werden. In der Türkei, wie gesagt, hat die AKP das eingeführt, 2013 verabschiedet und die erste Wahl, in der auch die Migranten aus der Türkei oder die hier Geborenen mit türkischen Wurzeln und mindestens einem türkischen Pass dann mitwählen durften. Bisher gab es drei Abstimmungen, 2014 die Wahl des Staatspräsidenten, 2015 die nationalen Wahlen im Juni, die dann ja im November nochmal wiederholt wurden sozusagen. Und in diesen drei Wahlen werde ich gleich zeigen, wie das denn eigentlich so aussah in den Abstimmungen. Insgesamt gibt es weltweit 2,9 Millionen stimmberechtigte türkische, also Auslandstürken, wie sie jetzt auch in der Türkei genannt werden und auch in den Mediendebatten hier. Das macht um die 6% der Gesamtwahlberechtigten aus. Das klingt vielleicht nicht so viel, aber ist eine sehr bedeutende Summe, wenn man das entspricht eigentlich dem Anteil es würde an vierter Stelle nach Istanbul, Ankara, Izmir kommen, ja, der wahlberechtigten Bevölkerung. Ja, also diese 2,9 Millionen ist eine beträchtliche Zahl und sie kann genau zu dem Zünglein an der Waage werden, weshalb sicherlich auch eines der Gründe ist, warum so viel der Zeit über dieses Referendum seitens der AKP auch mobilisiert wird in Europa. Bisher ist das Potenzial relativ wenig ausgeschöpft. Also in der ersten Abstimmung 2014 haben im Schnitt etwa 20% der Stimmberechtigten überhaupt ihre Stimme abgegeben. Das ist sehr normal im internationalen Vergleich. Es braucht erst eine Weile, bis sich sowohl die bürokratischen Prozesse als auch die Wahlberechtigten sich überhaupt an diesen Prozess gewöhnen. Ja, das ist ja gar nicht so ein einfacher. Man muss sich vorher
absichern lassen, dass man tatsächlich auch wahlberechtigt ist. Also die Adresse muss übereinstimmen. Also diejenigen, die das schon gemacht haben, wissen, das ist gar nicht alles so einfach. Dann muss man zu einem nächstgelegenen Konsulat fahren. Ja, in manchen Städten sind das 50 oder 100 Kilometer. Es gibt nur einen bestimmten Zeitabstand. Ganz kritisch ist auch das Datum, bis wann man sich überhaupt anmelden darf zur Wahl. Das heißt, es ist alles nicht so ganz einfach und man muss es vielleicht ein paar Mal erst durchproben, damit man auch diese Fristen dann später nicht verpasst. Schon in der nächsten Wahl waren es schon weitaus mehr, 32%, und in den letzten Wahlen am 15. November haben zum Beispiel in Deutschland 40% abgestimmt. Ja? Und das ist schon eine ganz hohe Zahl. Allerdings, da ist noch viel zu holen. Ja? Also warum hier so viel Kampagne jetzt auch gemacht wird, hat sicher auch damit zu tun, dass es noch viele Stimmen gibt, die man hier abholen kann. Die meisten Stimmberechtigten leben in den EU-Staaten und ja, plus 27, das heißt in Deutschland die überwiegende Mehrzahl 1,4 Millionen, in Frankreich 300.000, Niederlande 240.000, in der Schweiz von den 120.000 türkischen Staatsbürgern sind 88.750 stimmberechtigt. Ja? Und das Interessante jetzt, und das ist jetzt dieser Moment der Entspannung, den man vielleicht ja mal ein bisschen einführen kann, ist, dass die Schweiz und England komplett andere Verhältnisse, Resultate hervorzeigen als in den anderen Ländern. Ja? Und zwar gibt es hier tatsächlich direkt umgekehrte Verhältnisse. Die HDP zum Beispiel ist der AKP haushoch überlegen. Das möchte ich Ihnen hier an dieser Tabelle zum Beispiel zeigen von den Wahlen am 7. Juni 2015. Da hat die AKP 53% in Deutschland erhalten, sogar 64% in Österreich, ja? Aber in der Schweiz 25%. Ja? Die HDP hat in Deutschland 18% erhalten, ich nehme jetzt mal wieder einfach wahlmäßig in den Niederlanden 11% und in der Schweiz 48%. Ja, das sind so Zahlen, die kennt man von Diyarbakir und anderen Provinzen, ja, also das ist schon sehr beträchtlich. Ja. Die JHP, für die ist das Auslandswahlrecht eigentlich, ja, hat weder sehr positive noch negative Nachteile, 16% in Deutschland, 10% in Österreich, in der Schweiz 17%. Dann gab es jetzt ja auch sehr viel in den Schweizer Medien zu den Grauen Wölfen und der MHP. Auch hier ganz interessant, in der Schweiz 7% der Stimmen wurden für die MHP abgegeben. Ohnehin ist die Zahl zwischen 10 und 3% in England. Spannend ist, wenn Sie ganz unten schauen, ja, wo man die Stimmen, die Ergebnisse in der Türkei mit dem im Ausland vergleicht. Ja? Und da sehen Sie, warum das doch eine ganz lukrative Sache ist, im Ausland auch wählen zu lassen. Ja? In der Türkei hatte am 7. Juni die AKP 40% bekommen, im Ausland hat sie dann im Schnitt 50% bekommen, ja? Also 10% mehr. Die HDP, auch für die HDP ist es ein Vorteil, auch dieses Auslandswahlrecht einzuführen. 13% in der Türkei, im Ausland ist sie die zweitstärkste Partei. Ja, sie kommt an zweiter Stelle, ist die größte Oppositionspartei dann sozusagen. Für die JHP, wie gesagt, in der Türkei ist sie viel stärker, im Ausland 15%, ebenso auch für die MHP. Ja, also so erstmal, ne, warum, was macht das Ganze eigentlich aus? Ich habe hier die Wahlergebnisse vom 7. Juni genommen, die sind aber auch nicht jetzt im November, wurden ja dann die Wahlen wiederholt unter sehr viel schwierigeren Bedingungen. Die HDP wurde im Verlauf sehr stark in ihrem Wahlkampf behindert. Am Schluss hat sie gar keinen Wahlkampf mehr geführt. Das hat auch dazu geführt, dass ihre Stimmen tatsächlich auch runtergegangen sind. Aber nichtsdestotrotz sind diese Zahlen tendenziös ähnlich. Ja? Sie haben sich nur noch mal vertieft in dem Sinne. So, das erstmal so zum Auslandswahlrecht. Ich denke, also vielleicht nur noch ein Wort dazu. Das Spannende, was wir jetzt ja derzeit erleben, ist also ein Novum, ja, was wir gerade erleben, ist Folgendes. Bisher war das eigentlich so ein ungeschriebenes Gesetz, ja, von Wahlkampf in der Türkei, schon lange vor der AKP, in den letzten 4 Jahrzehnten, war das doch sehr häufig so, dass kurz vor den Wahlen
immer ein interner Feind sehr stark in den Medien in den Vordergrund gestellt worden ist. Dieser interne Feind war der Terrorismus oder der Kampf gegen die PKK. Und mit diesem sehr ohnehin sehr stark in der Bevölkerung und in der politischen Debatte vorhandenen Fokus ja, auf Terrorismus und auf die Bekämpfung der PKK, kurz vor den Wahlen nahm das sogar noch mehr zu, weil ja, mit dem Ziel, nationalistische Stimmen auch zu gewinnen. Ja, das war so eine sichere Karte, auf die man legen konnte, dass wenn man das getan hat, konnte die regierende Partei jetzt auch schon vor der AKP sicherstellen, dass sie doch mehr Stimmen gewinnen kann. Und ganz, was ganz so spannend ist an diesen Wahlen ist, also an diesem Referendum ist, dass jetzt einen neuen internal enemy, einen neuen internen Feind gibt, und zwar diesmal nach außen verlegt wurde und Europa, ja, die Europa, die Nazis, wie ja schon direkt explizit gesagt worden sind, oder die Faschisten in Europa von verschiedenen, wie es von verschiedenen AKP-Ministern gesagt wurde, das ist jetzt im Wahlkampf zu dem großen Thema geworden. Das ist tatsächlich sehr spannend, dass jetzt zum ersten Mal dieser interne Feind nach außen gelegt worden ist. Es wird klar, wenn man an diese Zahlen, wenn man sich diese Zahlen anschaut, warum so viel mobilisiert wird. Ja, die insbesondere der AKP ist sehr stark bewusst, dass es hier noch ein starkes Wählerpotenzial gibt, dass die Stimmen, die relativ jetzt noch gering sind, ja, durch so eine starke Mobilisierung noch mal erhöhen kann und das dann vielleicht eben auch zu mehr Stimmen oder zu den erwünschten Ergebnissen dann führt. Zum politischen System. Wie sah denn bisher das politische System aus? Es war ein parlamentarisches System. Ja? Die Wähler haben das Parlament gewählt, alle 4 Jahre. Seit 2007 wählt die Bevölkerung auch den Staatspräsidenten und es gibt natürlich alle 5 Jahre lokale Wahlen. Was wichtig hier dabei ist, dass in der Türkei nach wie vor die Verfassung gültig ist, die 1982 in Geltung trat. Die bisher gab es schon 110 Veränderungen ja, an dieser Verfassung. Und eine ganz wichtige ist die von 2007, die dann eben bestimmt hat, dass der Präsident direkt vom Volk gewählt worden sind. Damit ist eigentlich schon die Türkei ein bisschen schon in die Richtung semipräsidiales System gerutscht. Ja? Also als eigentlich ein parlamentarisches System, das schon Schritte eingeführt hat, stärker zu einem parlamentarischen System überzugehen. Was soll denn aber nun passieren, ja, nach dem 16. April, falls die Verfassungsreform durchkommt? Was steht an? Ich denke, dass sicherlich einiges davon schon bekannt ist. Das Amt des Premierministers soll abgeschafft werden. Ich sollte vielleicht noch eines sagen, also wenn die Verfassungsreform, über die abgestimmt wird im 2007, soll 2019 dann in Kraft treten, die Veränderungen. Allerdings gibt es 2 Veränderungen, die jetzt schon in 2017 gültig sein werden sollen. Das ist, dass der Staatspräsident mit dieser Verfassungsänderung eine Parteizugehörigkeit, also der Vorsitzende einer Partei auch sein kann. Ja, das wurde schon vorgezogen, das heißt ab 2017 ist diese Neutralität des Staatspräsidenten soll schon aufgehoben werden, ja, ab 2017 schon. Und was war das Zweite nochmal? Was war schon 2017? Ich frage ins Publikum. Habe ich heute nochmal, das war nur ein kleines, bitte? Weißt du, wir gucken mal, wie es im Publikum steht, ob sich schon jemand, was ist denn noch, was 2017 schon eingeführt ist? Vielleicht kann mir gerade jemand weiterhelfen, sonst schaue ich gleich nochmal nach. Aber wichtig eben ist, dass diese Parteiaffiliation, also dass die Neutralität des Staatspräsidenten, die, seien wir ehrlich, de facto so ohnehin nicht gibt, aber jetzt in diesem Fall von Erdogan, aber dann tatsächlich auch legal konsolidiert der Staatspräsident diese Parteizugehörigkeit und den Parteivorsitz nehmen kann. Ja? 2019 soll dann auch das Amt des Premierministers abgeschafft werden und die gesamte und die Exekutive in das Amt des Präsidenten konzentriert
werden. Ja? Exekutive, habe ich gesagt, vielleicht ganz elementar, um was geht es hier wirklich eigentlich? Ja? Es wird ja sehr viel diskutiert, dass es um den Übergang von einem parlamentarischen System in ein präsidiales System geht, aber eigentlich geht es darum, nicht um eine Änderung des politischen Systems im Sinne von Parlament zu Präsidial, sondern eigentlich geht es darum, dass die Gewaltenteilung aufgehoben werden soll. Und das ist einfach Kern demokratischer Rechtsstaaten, dass es eine Gewaltenteilung zwischen der Legislative, also der Gesetzgebung, zwischen der Judikative, der Rechtsgebung und der Exekutive gibt. Ja? Und das wird mit diesen Veränderungen, diese Gewaltenteilung wird mit diesen Vorschlägen aufgehoben. Es stehen konkret 18 Artikel an zur Reform. Und dazu gehört eben, dass der Präsident Minister ernennen wird, dass der Präsident auch Richter ernennen wird, dass er den Vorsitz vom Nationalsicherheitsrat haben wird, das hat er schon, und Oberbefehlshaber der Streitkräfte wird. Er wird alleine über das Budget verfügen können. Das Parlament muss das vorgeschlagene Budget nicht abstimmen, ja, nicht zustimmen. Zwar wird die Bevölkerung auch das Parlament ebenfalls mitwählen. Ja? Also wenn es dann in der nächsten Wahl, wenn die nächste Wahl ansteht, soll sowohl ein Staatspräsident als auch gleichzeitig das Parlament gewählt werden. Die Anzahl der Abgeordneten soll auf 600 vergrößert werden. In ihrer Macht aber, die Anzahl der Abgeordneten soll zunehmen, aber die Funktionen und die Macht des Parlaments wird sehr stark eingeschränkt. Das Parlament kann zum Beispiel keine parlamentarischen Anfragen stellen an den Präsidenten. Es kann nur schriftliche Anfragen an den Vizepräsidenten und an die Minister stellen. Das heißt also, diese parlamentarische Debatte, die so wichtig eigentlich ist, ja, für ein demokratisches System, wird schon im Vorfeld sozusagen beiseite gelegt. Auch sehr wichtig ist die Ernennung der Richter seitens der Präsidenten, und zwar aus folgendem Grund. Der Präsident soll 4 Richter benennen können und das Parlament die weiteren. Aber das Wichtige ist dabei, dass wenn der Präsident ja auch gleichzeitig der Vorsitzende einer Partei sein kann, ja, dann heißt es also, dass wenn bei einer Präsidentswahl zum Beispiel Erdogan als der Präsident gewählt wird und gleichzeitig die AKP, ja, die meisten Stimmen erhält, ja, haben sie hier ganz klar ein Ungleichgewicht im Sinne von, dass sowohl das Amt des Staatspräsidenten als auch das Parlaments, ja, sich übereindeckt, und wer soll nun kontrollieren? Ja? Die Aufgabe des Parlaments ist natürlich, damit ein Präsidialsystem ein demokratisches Präsidialsystem ist, muss es Kontrollfunktionen geben. Also in den USA ist zum Beispiel der Gerichtshof sehr wichtig. Aber wie ich vorhin gesagt habe, soll ja mit diesen Verfassungsveränderungen auch der Präsident wieder die Richter am Oberverfassungsgericht mit ernennen. Das heißt, die Kontrollfunktion fällt weg und somit gibt es keine Gewaltenteilung. Die Macht ist konzentriert und gebündelt an der Exekutive. Es gibt die sogenannte Venedig-Kommission des Europarats, das sich insbesondere diesen Fragen von Recht und Verfassungsrechtlichkeit sich widmet. Und diese Venedig-Kommission hat erst am 13. März nochmal eine Stellungnahme abgegeben, in der sie sehr, sehr deutlich mit sehr klaren Worten sagt, dass die vorgeschlagenen Veränderungen zu einer Aufhebung, die Gefahr beinhalten, dass die Gewaltenteilung aufgehoben wird. Ja, das ist ein sehr starkes, also das in solchen Blättern wird ja eher diplomatisch formuliert, also Abstrichen zu sehen, ja, eine sehr starke Kritik seitens der Venedig-Kommission, die sagt, in diesem Format gibt es keine Kontrolle der neuen Exekutive. Ach, jetzt hatte ich eigentlich
wollte ich Ihnen das hier zeigen, aber gut, das haben Sie vielleicht in den Schweizer Medien eben schon gesehen, aber ich habe schon diese Sachen schon angesprochen. So, wir können da nochmal Details nochmal weiter eingehen. Ich weiß nicht, inwieweit Sie in diesen Details nochmal sehr interessiert sind, aber wichtig ist, also zentral geht es hier weniger darum, dass es von einem parlamentarischen zu einem präsidialen System geht, sondern es geht wirklich darum, dass es einen Systemwechsel geben wird von einem demokratischen in ein autokratisches System. Das ist es, um worum es wirklich bei dieser Abstimmung geht. Und daher wird auch so viel und so hitzig auch genau über diese Verfassungsänderung diskutiert. Ich möchte noch ganz kurz, jetzt bin ich schon bei den 20 Minuten, aber ich versuche mich noch ganz, ganz kurz zu halten. Eine Umfrage, derzeit hat die AKP es ja unterbunden, dass man Hochrechnungen in den Medien publiziert. Ja, es gab eine, die vor einiger Zeit, aber dazu wird Bader Schinte sicher noch mehr sagen, gab es schon öffentliche Umfragen, die schon angedeutet haben, dass es mit dem Jahr ein bisschen problematisch sein kann, ja, dass es werden könnte, ja, dass es also nicht keine klare Sache ist, sondern dass die Opposition dazu recht groß ist. Das ist eine Umfrage von der Kadir-Haas-Universität, die seit neuestem regelmäßig gemacht wird, Trends in Social and Political Perceptions, ja, und dort gab es 2016 die Frage, welches politische System sollte die Türkei haben, ja, da sind 68,9% für die parlamentarische Demokratie. Ja, das ist eine sehr beträchtliche Anzahl. 22% sagen das Präsidialsystem und ein semipräsidiales System sagen 7%. Nun muss man diese Zahlen mit Vorsicht genießen, weil auch sehr viel man in den türkischen Medien auch lesen kann und merken kann, dass das Wissen über die Unterschiede in diesem System vielleicht nicht sehr stark ist, aber trotzdem, ja, ist diese Befürwortung für knapp 70% des parlamentarischen Systems doch sehr beachtlich. Nehmen Sie diese Zahlen als nicht absolut, sondern nur natürlich tendenziell. Ja? Dann hatten Sie die Frage gestellt, ist eigentlich die Türkei eine Demokratie? Ja? 53 sagen ja und 46,7 sagen nee, das sind nicht. Ja? Das ist ganz schön bedenklich natürlich. Also sollte einige in Ankara zum Denken anregen, ja? Denke ich mal. Ist die, wenn wir eine Aufschlüsselung der Parteien vornehmen, sehen Sie, dass eben 70% der AKP-Anhänger sagen, ja, die Türkei ist eine Demokratie, auch die MHP-Anhänger tendieren eher dazu. Bei der JHP sind es 41% und bei der HDP 18,9%, die sagen, ja, der Rest sagt nein, würde eher zu nein tendieren. Das finde ich jetzt noch eine ganz spannende Slide auch noch, ne? Eine Frage, wie erfolgreich finden Sie eigentlich Präsident Erdogan? Und das ist ja sehr überraschend, da sagen, dass Sie ihn sehr erfolgreich und oder erfolgreich finden ihn 43%, nicht erfolgreich oder absolut nicht erfolgreich 40%. Ja? Also in den Medien hören wir sehr viel über die AKP und über Erdogan, aber wenn wir hier eigentlich mal auch auf die Bevölkerung schauen würden, würden wir sehen, dass eben diese Präsenz, ja, diese starke mediale Präsenz nicht unbedingt auch der Ausdruck realen Macht ist, sondern dass eigentlich die Macht doch recht am Schwanken ist. Ja? Und das ist vielleicht etwas auch noch Wichtiges zu diskutieren und zu dem vielleicht auch Bader Schinte noch mehr sagen kann. Das hat sich auch ja in den Wahlen schon ausgewirkt und gezeigt, in den Wahlergebnissen von 2011, 2015, Juni und November. Der Juni 2015 war ein ganz entscheidender Moment, weil zum ersten Mal eben die AKP sehr herbe Stimmverluste verbußen musste. Sie sehen hier die Aufteilung in den 1, 2 und 3, ja, also 2011 sehen Sie ganz links, in der Mitte 2015 und im November 2015 dort. Ich würde eigentlich gerne sagen, wie es dazu gekommen ist, warum überhaupt zum November 2015 es nochmal eine Wahl gab, aber die Zeit, es brennt mir wirklich davon und würde vielleicht nur ganz kurz eben ansprechen, weil das nämlich auch für das Referendum so wichtig ist, ja, dass eben diese
in dieser Mitte, in den Wahlen am 7. Juni, war der historische Einschnitt, dass zum ersten Mal eben die HDP in das Parlament eingetreten ist und die 10%-Hürde es geschafft hat, über die undemokratische 10%-Hürde zu gehen. Die Türkei hat nach wie vor ein Threshold von 10%, das ist sehr, sehr hoch. Und das hat dazu geführt, dass die AKP nur 40% der Stimmen nochmal hatte und sie hat nur noch 258 Sitze im Parlament. Ja, das ist das erste Mal, wo sie sich um einen Koalitionspartner eigentlich bemühen musste. Ja? Und die HDP hatte dann eben 80 Sitze. Sie in den Wahlen dann schon im November 2015 sehen Sie, dass die AKP wieder 316 Stimmen hat und die HDP von 80 auf 59 runtergegangen ist. Diejenigen von Ihnen, die die Türkei verfolgen, wissen, dass das natürlich begleitet wurde von einer dramatischen Eskalation von Gewalt, nicht nur in den kurdischen Gebieten, auch in vielen westlichen Städten. Mit der Aufkündigung des sogenannten Friedensprozesses begann wieder eine Phase der Gewalt, an der auch insbesondere die Parteibüros und Parteifunktionäre der HDP auch zu spüren bekamen. Und das ist insoweit wichtig, auch für das Referendum, denn damit, also der Gesetzestext, der jetzt zur Abstimmung steht, der wurde im Parlament diskutiert und bedurfte der Zustimmung von 339 Stimmen. Ja? Und 339 Stimmen, genau. Und diese hat sie. 330 Stimmen, ja, sie brauchte 330 Stimmen, um diese Verfassungsreform als Gesetzestext vom Parlament zu verabschieden, so dass das Volk dann darüber abstimmen kann, ja. Ganz interessant ist, dass an dieser Abstimmung diejenigen, die Abgeordneten von der HDP, die nach dem 20. Mai 2016, nachdem ihre Immunität aufgehoben wurde, an dieser Abstimmung natürlich nicht teilnehmen konnten. Ja? Wären sie mit dabei gewesen, hätte dieser Verfassungstext auch gar nicht durchkommen können. Ja? Also dann wären die Gegenstimmen höher gewesen und das wäre schon problematisch dann dadurch gewesen. Derzeit sind 13 Abgeordnete der HDP im Gefängnis. Das heißt schon allein, die Venedig-Kommission sagt, dass allein schon dieser Zustand die Grundbedingungen für diese Abstimmung als undemokratisch gelten lassen. Das ist hier ein Bild von den HDP-Abgeordneten bei dieser als diese Immunität aufgehoben wurde. Seit Juli 2016 sind 1478 Mitglieder der HDP, darunter 78 demokratisch gewählte Bürgermeister in Haft. Ja? Und das ist natürlich eine sehr beträchtliche Zahl. Also das ist der politische Kontext, in dem abgestimmt wird. Ja? Also die drittgrößte Oppositionspartei ist de facto entrechtet und entmachtet. Ja? Hat also in dieser Verfassungsreform auch ihre Stimmen dementsprechend nicht einbringen können. Für die beiden Vorsitzenden werden 142 Jahre Haft verlangt, für den einen, für Selahattin Demirtas, und 83 Jahre Haft für Yüksekdağ, wie gesagt, 13 Abgeordnete. Und dann möchte ich Ihnen ganz kurz noch einige Bilder sagen, bevor ich jetzt wirklich abschließe, weil ich über die Zeit bin, was denn die Kosten auch von dieser Macht, für den Versuch, diese schwankende Macht, die Sie ja an diesen Umfragen gesehen haben, ja, wo die Zustimmung absolut nicht so hoch ist, ja, wo man sieht, 40% ja, sagen, denken nicht, dass es eine Demokratie ist. 40% sagen, Erdogan ist vielleicht gar nicht so ein guter Führer. Über 60% sagen, dass sie wollen gar kein präsidiales System. Ja? Unter solchen Bedingungen, wie kann man denn dann als eine Regierungspartei es dann trotzdem dann einforcieren? Also mit recht viel Gewalt, ja? Wäre die sehr einfache Antwort. Hier ist eine Übersicht über den Ausnahmezustand, die Verhängung von Ausgehzonen schon vor dem Militärputsch, über den ich jetzt gar nicht eingehe, weil ich davon ausgehe, dass vielleicht Başinder was dazu sagt. Und hier sind nur einige Bilder von der Zerstörung in den kurdischen Gebieten, die zwischen 2000
2015, also nach den Wahlen, bis 2016 stattgefunden haben. Das sind Bilder aus Diyarbakir zum Teil, aus Nusaybin und aus Jizre, nicht aus Syrien. Ja? Das sind nur sehr schnell. Ich möchte gerne enden mit einem Zitat. Die Vereinten Nationen, die Menschenrechts, das Büro für Menschenrechte der Vereinten Nationen hat vor im März einen Bericht herausgegeben, in dem sie ihre Mission in die Gebiete, die sie gerade sehr schnell im Durchlauf gesehen haben, als einen Bericht verfasst haben. Hier nur ein Zitat davon, von einem Interview, das sie geführt haben mit einem Zeugen. Am 25. Februar wurde meine Familie zum Staatsanwalt gerufen. Uns wurden drei zusammengehäufte Stücke gegeben, von dem gesagt wurde, dass das der Körper meiner geliebten Schwester sei. Ja? Das ist ein Zitat. Also am 25. Februar ist das zumindest passiert. Ja? Das ist nur mal das festzustellen, 25.62. Was ist denn in Europa zu der Zeit passiert, als das passiert ist? Noch eine kleine Erinnerung, ja? Damit wir nicht mit der Türkei enden, sondern vielleicht tatsächlich mit Europa. Ja? Ah, da gab es am 7. März den EU-Türkei-Gipfel. Diese schöne Umarmung und diese Einigkeit ist da, weil man den Flüchtlingsdeal vereinbart hat. Der wird dann am 18. März offiziell. Am 7. März gab es noch ein Vorgipfel davon. Und daher denke ich also, wenn wir über die Verfassungsreform reden, insbesondere auch über die Gefahren, die es für die Türkei birgt, müssen wir unbedingt auch immer die Verantwortung reden, wie wir überhaupt zu diesem Moment gekommen sind. Ja? Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. So, Dankeschön. Herzlichen Dank. Ja, es war ein bisschen lang, aber es war sehr aufschlussreich.